Das ist der neue Lockscreen. Man sieht, voll im Macintosh-Style. Original sieht das fast genauso aus, nur dass halt beim Original Mac halt ein kleiner Kreisel sich dreht, anstatt dieses Ladebalken. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das geht leider bei Windows XP nicht anders. Aber nichtsdestotrotz sieht er dem Original sehr, sehr ähnlich. Und der stammt von mir. So, und jetzt kommen wir zum Login. Dieser ist nämlich im Mac OS X Snow Leopard Design. Wie man sieht, wirklich sehr schön ausgearbeitet. Das hier ist auf Englisch, das ist auch im Original Mac auf Englisch. Also, ihr braucht euch nicht beschweren. Das sieht auf dem Original Mac genauso aus. Ha, genauso. Zumindest bei Snow Leopard. Und wie man sieht, Kontaktbild wird angezeigt, der Name, natürlich dann hier Fragezeichen und Home. Und natürlich hier zum Herunterfahren. Und dieser stammt natürlich auch von mir. Logisch, ne? Dann locken wir es mal ganz kurz ein. So, wurde auch wunderbar akzeptiert. Wunderbar. Meldet sich an. Und der Umgang, also von dem Login zum Wallpaper, ist wirklich flüssig. Wie man sieht, Login, lädt soweit, lädt und zack, sind wir da. Ja. Und jetzt gleich sehen wir komplett Winter Mac im neuen Design. Bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder. Willkommen auf dem Desktop-Schreibtisch von Win2Mac 3. Und ja, das ist wirklich Win2Mac. Es ist nicht Macintosh OS 10, es ist wirklich Win2Mac in der dritten Version. Und ihr müsst selbst zugeben, auch Leute, die selbst Macintosh besitzen und auch eben Mac haben, das sieht doch verdammt dem Original wirklich verblüffend ähnlich, oder? Also ich selbst habe ja ein MacBook. Und gerade läuft Win2Mac im Vollbildmodus und es sieht dem Original so ähnlich. Also es gibt natürlich Kleinigkeiten, woran man das also sieht, dass es nicht Macintosh ist. Aber ein Laie wird den Unterschied niemals erkennen. Niemals. Wenn er nicht selbst einen Mac hat oder auf der Arbeit mit einem Mac arbeitet, wird den Unterschied niemals erkennen. Weil es sieht dem Original wirklich so ähnlich. Das ist echt krass. Und wie gesagt, schon in einem vorherigen Video erwähnt, ich habe mich selbst schon dabei erwischt, wie ich hier unten TextEdit starten wollte. Also ich dachte, das wäre wirklich Macintosh. Habe TextEdit gestartet und plötzlich steht der Editor da. Ich so, was ist das? Und so, ja, nee, das ist ja wirklich, das ist ja Winter Mac. Oh, verdammt. Und wie ihr seht, es ist kein Fake. Und jetzt zeige ich euch noch die drei Sachen, die ich auf den Screenshots gezeigt habe. Weil Leute das bestimmt nicht glauben, weil man Screenshots ja so leicht faken kann. Deswegen, ich zeige euch natürlich, dass es Windows ist. Ich drücke jetzt mal auf Windows-Taste und wie ihr seht, geht hier das Windows-Startmenü auf. Also, es ist wirklich Windows in seiner Schreckensherrschaft. Nein, Spaß beiseite. Also, ich zeige euch natürlich als allererstes Spotlight. Dazu gehen wir mit der Maus ganz oben rechts hier in die Ecke auf dieses kleine Lupensymbol. Das kennt ihr ja schon aus Winter Mac und aus Original Macintosh. Wir klicken da drauf und dann öffnet sich Spotlight. Und wie ihr seht, sieht es im Original wirklich so ähnlich. Das ist nicht normal. Und da ich nicht viel auf dem Mac drauf habe, also auf Winter Mac, suche ich einfach mal nach Beispiel. So. Mal sehen, was er mir hier auflistet. So, und wie ihr seht, geht das verdammt schnell. Er findet sehr schnell die Sachen, die auf dem Winter Mac sind. Also auf dem Windows, natürlich. Entschuldigung. Und jetzt werden auch Icons angezeigt, wie ihr seht, hier. Natürlich jetzt leider nicht von Ico, aber von den anderen Sachen, wie ihr hier seht. Und das ist doch eigentlich verblüffend ähnlich, oder? Die Suche funktioniert wirklich sehr schnell und ist sehr praktisch. Wir löschen den ganzen Kram jetzt wieder und machen das zu. So, das war Spotlight. Jetzt zeige ich euch natürlich das Dock. Das ist wohl eine der Sachen, die euch am meisten interessieren. Das hier ist ein ganz eigener Style, den ich gemacht habe. Wie ihr seht, es sieht den anderen sehr ähnlich, aber es ist ein eigenes Design. Ein Original Winter Mac Style. Und jetzt zeige ich euch Stack. Das ist ja das Wunderbare, was vorher in den vorherigen Versionen von Winter Mac nicht im Original ähnlich sah. Weil, wenn man hier draufklickt, war das Icon hier unten falsch. Da konnte man Winter Mac entlarven, dass es kein Mac ist. Aber jetzt, wie ihr seht, ist das Original-Icon von Macintosh. Und es sieht im Original wirklich sehr ähnlich. Wie ihr seht, es öffnet sich wunderbar und sieht wirklich echt aus. Und ja, das war das eine. Jetzt zeige ich euch natürlich den Finder. Jetzt klicken wir auf das kleine lächelnde Mannequin hier und klicken auf Finder. Das ist natürlich der Explorer, ne? Aber wie ihr seht, sieht es einfach dem Finder wirklich verdammt ähnlich. Es gibt Kleinigkeiten, dass hier drunter steht, was ist. Das ist noch eine Kleinigkeit, die jetzt nicht wirklich so schlimm ist. Aber wie ihr seht, das funktioniert wunderbar, auch wenn man hier draufklickt.
es funktioniert wie ein Uhrwerk. Also es ist nicht nur, die Suche funktioniert auch, es ist nicht nur Designzwecken, die Suche funktioniert. Das ist kein Design. So, und auch hier oben, wie ihr seht, habe ich die beiden richtig verschobenen, die falsch waren, wieder, also gerichtet, dass jetzt da gelb in der Mitte ist, und maximieren auf der rechten Seite. So, wie ihr seht, funktioniert das, sieht im Original sehr ähnlich. Und ja, weg damit ins Dock. Jetzt zeige ich euch wohl, dass wohl am meisten, also wo die meisten wohl denken, das ist fake, das glaube ich nicht, das funktioniert niemals. Dann zeige ich euch, dass es jetzt wirklich funktioniert. Und zwar kommen wir jetzt zu der Finder Bar. Diese ist nicht mehr die Finder Bar, die ihr kennt, es ist jetzt die sogenannte Object Bar. Diese kostet Geld, wie viel kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, die ist jetzt mittlerweile billiger geworden, aber sie ist nicht kostenlos. Also, damit das mal klar ist, das ist nicht kostenlos hier oben. Aber ich zeige euch jetzt, dass sie wirklich jeden Cent wert ist, weil genau die macht eure, macht Macintosh zu dem, ach Macintosh, macht Wintermac zu dem, was es ist. Und jetzt zeige ich euch, dass es wirklich funktioniert. Wir öffnen jetzt einfach mal den Task Manager. Das ist das hier. Boing. Ja. So, wie ihr seht, ist es der Task Manager. Ganz normal Windows Task Manager. Steht doch hier oben. Aber jetzt zeige ich euch, dass es wirklich funktioniert. Denn passt mal auf, was ich jetzt mache. Wie ihr seht, sind hier die Verknüpfungen Datei, Optionen, Ansicht und Herunterfahren. Die findet ihr jetzt auch hier oben. Datei, Optionen, Ansicht und Herunterfahren. Entschuldigung. Klicken wir hier auf Datei, können wir einen neuen Task öffnen. Dann geht so ein ganz kleines Pop-up auf. Neuen Task erstellen. Wie ihr seht, mache ich das nochmal. Gehen wir auf neuen Task ausführen und bla. So, mein Gott, immer während der Aufnahme ein Frosch im Hals. Dasselbe machen wir jetzt mal hier oben. Wir klicken hier auf Datei. Oh. Und klicken hier auf neuer Task ausführen. Und wie ihr seht, geht jetzt hier das kleine Fenster auf, wie es auch zuvor hier drüber war. Wir machen es nochmal, klicken auf Datei und gehen auf neuer Task. Und wie ihr seht, funktioniert es. Es ist kein Fake. Und irgendwo konnte man auch die Verknüpfungen, also die ändern sich. War das hier? Genau. Guckt jetzt mal hier. Wechseln wir zwischen Prozess und Anwendungen, ändert sich hier die Verknüpfungen, wie ihr seht. Steht plötzlich Fenster dazwischen. Fenster. Also hier erscheint Fenster. Wie ihr seht. Und dasselbe passiert auch hier oben. Passt mal auf. Prozesse, zack, 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 zack. Wie ihr seht, ändert sich das auch da oben. Also es ist kein Fake. Es ist echt, die Finder Bar funktioniert. Und dann zeige ich euch nochmal anhand des Editors, also des Text-Edit in Anführungszeichen, so wie es auf dem Screenshot zu sehen ist. Wir öffnen jetzt dazu den Editor. So, wir schreiben jetzt einfach irgendwas. Hallo YouTube. So, wie ihr seht, steht jetzt Hallo YouTube. Das markieren wir jetzt mit der Maus und gehen jetzt hier über die ganz normale Verknüpfung, über den Editor auf Zeilenbruch, nein, auf Schriftart. So, jetzt ändern wir das einfach mal in Lucida Mac, das kann bleiben. Machen wir mal fett und kursiv und machen die Schriftgröße mal auf 72, also richtig groß. Klicken auf OK. Wie ihr seht, ist Hallo YouTube jetzt gigantisch groß. So. Aber wie ihr seht, ist die Verknüpfung hier oben genauso wie hier. Und damit ihr nicht wieder denkt, dass hier oben ist wieder fake, ne, zeige ich euch das jetzt nochmal. Wir markieren den Text wieder, wir machen ihn jetzt wieder klein, aber diesmal nicht hier drüber, sondern hier drüber. Wir klicken hier oben auf Format und gehen jetzt hier oben auf Schriftart. Und jetzt können wir genauso wie in der Originalverknüpfung im Editor die Schriftart ändern, also die Schriftgröße und alles. Machen wir auf 20, wir klicken auf OK und passt mal auf. Es funktioniert. Und damit ihr nicht denkt, das war jetzt irgendwie geschnitten oder so, mache ich es nochmal. Wir klicken auf Format, klicken auf Schriftart. So, und machen das Ganze wieder auf groß. Ja. Und ja, wie ihr seht, es funktioniert wunderbar. Wir können auch hier drüber jetzt einfach den Kranzenkram speichern. Ja, das funktioniert auch. Das ist kein Thema. Das hier oben sind echte Programmverknüpfungen. Ja, genauso wie hier. So, und wie ihr seht, es funktioniert und sieht dem Original wirklich verdammt ähnlich. Und ein Laie wird das niemals erkennen, dass das hier nicht Macintosh ist, sondern Wintermac. Und wie ihr seht, sind es Kleinigkeiten, die etwas zu einer verdammt guten, wie soll man das sagen, Emulation. Na, Emulation kann man schon, doch, man kann es Emulation nennen. Aber wie ihr seht, ist es wirklich sehr Macintosh-like. Wirklich sehr. Und allein durch die neue Finder Bar mit den Programmverknüpfungen, was leider nicht bei jedem Programm verknüpft, aber ist egal. Auf jeden Fall durch die Programmverknüpfungen hier oben ist es noch mehr Mac, noch viel mehr. Und durch hier unten, das neue hier unten, durch das Symbol und so, kann man wirklich, wirklich, das ist einfach super, es passt einfach. Und durch die neue Spotlight-Suche im neuen Design ist natürlich jetzt auch klar, ist es designtechnisch also nicht mehr so leicht, also ist Wintermac nicht mehr so leicht zu entlarven,
wie vorher. In den Vorgängerversionen konnte man das wirklich sehr schnell erkennen. Vor allem als Mac-User konnte man das sehr schnell entlarven. Aber jetzt ist es selbst für einen Mac-User sehr schwer, Win2Mac zu entlarven, dass es nicht Macintosh ist. Man kann sagen, wirklich, es ist der Wolf im Schafspelz, ne? Wirklich. Und ja, damit kommen wir zum Ende. Also, ich komme jetzt zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Seht ihr das Video auf YouTube? Schreibt mir einen Kommentar unter das Video. Das ist ganz wichtig. Und falls es euch gefällt, klickt auf Gefällt mir. Seht ihr das Video im Forum? Dann habt ihr natürlich unten den Gefällt mir-Link auf Facebook. Den bitte klicken. Das ist ganz wichtig, damit Win2Mac bekannter wird. Und wenn es bekannter wird, habe ich auch mehr, wie soll ich sagen? Ich finde es cool, wenn es public wird, wenn Leute mehr Anfragen haben, sich mehr Interesse an dem Projekt zeigen, dann werde ich auch intensiver daran arbeiten. Das heißt, kommt schneller. Also klickt auf Gefällt mir unten, somit wird Win2Mac mehr public und so wird auch allerhand Nicht-Mac-User in Geschmack eines Macs kommen. Weil es ist nichts anderes, ihr wollt einen Mac haben, habt leider nicht das Geld dafür, aber so habt ihr schon einen Mac. Zumindest das Look and Feel und zum Teil auch funktionell. Okay. Gut, ich komme zum Ende. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kommentieren, egal ob im Forum oder auf YouTube. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und ja, bleibt sauber. Ciao.